heute in die Höhle rein, ne? Hab ich Bock zu, ne? Hab ich Bock zu. Wir machen nochmal unser Leben komplett voll. Das würde ich sagen, machen wir mal zuerst. Oh, natürlich nicht so. Du noch hier, zack. Ich glaube, dass der Tempel da gar nicht so lange dauert. Gut, machen wir hier nochmal die Mana voll. Hier ist Mana noch ganz wichtig. Will mal gucken, ob ich da oben Glück nochmal bekomme. Gestern hatte ich bei den Einbrunnen Glück bekommen. Ob ich das nochmal bekommen könnte. Nö, ist nur erfrischend. Und noch ein Brunnen war hier nicht, ne? Nö, nö, nö. Gut, dann sind wir jetzt gut vorbereitet. Der Hauch zu gehen ist auch so ätzend. Komm schon, hoch. Wir gehen außen rum. Hab keinen Bock da hoch, so. Muss auch immer noch diesen einen Fels finden, wo irgendwas versteckt sein soll. Aber guck mal, der sieht doch verdächtig aus. Nein. Nein. Den hatten wir gestern schon geprüft. Den auch an sich. Ich will nochmal. Oh, was hätte ich mal vormachen sollen? Fallen schärfen, entschärfen könnten wir nochmal uns holen. Wer auch immer das nochmal konnte. Das könnte ich ja eigentlich kurz mal hier schauen. Bei der Magic 7. Ausbildung. Fallen entschärfen. Ich denke mal, das kann ja auch am besten dann unser Bogenschütze machen. Weil ich mir Fallen entschärfen kann. Unser Dieb natürlich am besten. Oh. Das kann keiner so wirklich gut. Können wir nur bis Experte. Da müssen wir Glück wahrscheinlich recht hoch machen. Das überlegen. Das kann auch nicht. Na, Hexer könnte es noch. Nee, Alchemie. Bogenschütze. Bogenschütze und das kann ich lernen bei Smaragdgrüne Insel. Ja, wo auch immer. Wo auch immer. Komm, wir fangen einfach mal oben an und gucken uns durch. Irgendwo muss ich das ja können. Nein. Ich kann mir das auch immer nicht merken, wo ich das lernen kann. Ich brauche so einen kleinen Notizzettel irgendwie. Sonst wäre das nix. Barbarie. Was jetzt? Oh, ich dachte gerade, was jetzt passiert. Auch nicht. Vielleicht der Ausbilder hier. Nein. Was war hier drinne? Ist ein Eingang dafür. Da ist ein Eingang. Da konnte ich mir die Mitgliedschaften holen. Ja, ich muss noch mal ganz kurz das Spiel neu starten, oder ich bleib drinne. Hab da gar keinen Ingame-Sound, das ist natürlich scheiße. Gucken, kann ich wieder rein tappen? Nö. Nochmal neu starten. Video.
Aber jetzt habt ihr auch Sound. Das ist doch besser. Müssen jetzt auch noch alles erstmal kaufen. Aber der kann... ein Chef. Da, guck mal. Zack. Und jetzt sehe ich uns nämlich auch... in der Höhle. Und wir gehen jetzt hier hoch. Ich hab Bock, ne? So. Hoch da. Schneller, du hast es gleich. Boah, ich freue mich, wenn ich fliegen habe und überall hinfliegen kann. Kann man auch nicht die ganze Zeit, meine ich. Irgendwann landest du wieder auf dem Boden. Muss mal was schauen. Gleich wieder da. Okay. Speichern wir nochmal. Und dann können wir noch rein. Dafür ist doch irgendwas nötig. Ich denke mal, das wird auch noch nicht so schwer sein. Echt dunkel hier? Ah, wonach riecht's denn hier? Weiß nicht. Wonach könnte es hier schon riechen? kann man das nicht auch? Scheiße. Da habe ich ein bisschen zu spät Stopp gemacht. Ja, aber der schießt ganz gut drauf schon. Sie haben jetzt auch alle einen Bogen, meine ich. Das ist schon mal recht gut. Ah, wir können hier nochmal Magie entdecken machen. Wir speichern. Glaubt nämlich nicht, dass wir das überleben. Da ist nichts. Okay. Wenn ich seitlich gehen kann, das regt mich ein bisschen auf. Könnte man da nicht auch mal irgendwann das rausholen? Da, das ist so eine Falle. Hier. Hab's schon. Direkt geschafft. Und nicht schlecht liegt das an dem. Ich weiß nicht, ob der Glückswert da Einfluss drauf nimmt. Die Fähigkeit Entschärfen wird automatisch angewendet, wenn eine Kiste oder eine Truhe geöffnet wird, die mit einer Falle versehen ist. Eine höhere Fähigkeitswert erhöht die Wahrscheinlichkeit, die Falle zu entschärfen. Expertenrang und Meisterrang verdoppeln bzw. verdreifachen die Wahrscheinlichkeit des Entschärfen. Aha. Fähigkeit Entschärfen. Okay. Okay, okay. Gab es da nicht auch irgendwann Max, dass man dann nicht mehr höher skillen muss? Boah, das muss ich auch nochmal nachschauen irgendwann. Irgendwann war da auf jeden Fall nochmal Max, aber ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Na, wo seid ihr, Fledermäuse? Da sind sie doch. Nicht getroffen. Zumindest die erste. Oh, der Totenkopfschädel auf den sieht auch recht böse aus, finde ich. War nicht schlecht. Ich glaube, ich könnte jetzt Gift abbekommen, deswegen hauen wir ein bisschen ab. Ein bisschen weggehen. Auch da, hier können wir so hin. Na, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich sehe mich jetzt nicht, weil da die Probe ist. Da sind sie doch. Gar nicht nervig, der Sound. Schön, er ist relativ schnell weggehauen. Der ist auch schon fast weg. Mal ein Schuss. Hallo. Jawohl. Das war doch gut. Na, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Jawoll. So. Ein Bogen ist halt top, ne? Wenn man die hat.
Mit dem Bogen ist halt top. Oh, komm. Oh, irgendwo ist hier doch noch jemand. Hörst du noch? Hier ist gar nichts. Aha. Hätte ich jetzt gedacht, ist mehr drin. Ist doch auch was. Ach da. Manchmal auch den Raum vor lauter Regen nicht. Scheiße, nicht gestoppt. Soll mich das jetzt geil, das schaffen wir. Soll mich das jetzt bin mit Zaubern drauf. Das war gut. Das war gut. Die Falle müssten wir eigentlich schaffen. Speichern wir erstmal kurz. Nice. Ach, ich kann auch nicht alles. Sie kann ich nicht. Nee. Wem soll das denn nützen? Wem kann soll erkennen. Das denn nützen? Das Schwert könnte er gebrochen. Den Speer hatte sie den nicht. Was war das? Feenstaub, Bergkindchen. Teilen wir an ihn. Das kriegt auch er. Wem soll das denn nützen? Auch er. Ja, so haben wir das. So, brauchst du das Schwert? 3D4, 3D3. Ist ja klar, dann nehmen wir das. Sieht doch ein bisschen besser aus hier schon. Guck mal, gar nicht mehr ganz das Schwert. Hä? Was soll das denn sein? Aber du kannst doch erkennen. Weiß ich nicht. Prinzipiell. Prinzipiell kann er erkennen. Ja. Jetzt kommen wir wahrscheinlich gleich zum Hauptraum. Ich will nur mal kurz zurückgehen. Da waren wir überall. Ne, hier waren wir nämlich noch nicht. War das schon alles? Easy. Hast in einer Runde alle weggemacht. Wenn selbst läufige Runde. Irgendwie easy durch. Sag ich jetzt noch. In der Anfangsgegend. Was ist denn jetzt hier? Wie von hier kommen wir? Ich werde mich auch hier nie zurechtfinden in den Höhlen. Dafür sind die einfach grafisch nicht so wiedererkennungsmäßig aufgebaut, dass man sich da recht fix verlaufen kann. Hatten wir gespeichert? Nehmen wir nochmal speichern. Alter! Warum denn jetzt gleich so viele? Wir gehen erstmal jetzt hier hin. Machen die. Oh, da auch noch welche. Scheiße, die hab ich nicht gesehen. Ah, ist noch über der Kante drüber. Jetzt passt es. Und ich will jetzt auf die gehen. Okay, jetzt müssen wir Zauber aufmachen. Die ballern aber auch schon mal gut rein, ne? Die schaffen wir immer ganz gut mit Pfeilen. Hat der nicht nur gesagt, dass hier Konkurrenz drin wartet? Die auch eine Ziegel haben will? Überhaupt kein Problem! Find ich aber auch. Ist echt überhaupt gar kein Problem. Mal Magie entdecken. Und wir gucken nochmal wegen dem Stab. 1D9. Ach, das ist genau der gleiche. Du konntest handeln, ne? Wer konnte denn falsch? Ach, sie konnte falschen. Hast du das ja alles? Ist
Den Bogen könnte. Die Armbrust kann ja nicht auch jemand mal haben, ne? 5D2, 4D2. Ne, dann kommt die natürlich weg. Muschel. Brauche ich die Muschel? Genauso wie den einen Bogen. Hä? Was soll das denn sein? Einen Bogen müssen wir auf jeden Fall noch behalten. Wir können mal kurz gucken, was brauchen wir nochmal. Suchaufträge, da. Smaragdinsel, roten Trank, den können wir selber brauen. Smaragdinsel, eine Muschel, die haben wir schon, Langbogen haben wir. Bodenfliese holen wir jetzt, Musikinstrument. Könnten wir für 500 die kaufen. Ich glaube, das müssen wir sogar auch. Bin ich mir nicht ganz so sicher mehr. Oh. War das schon alles? Schön. Oh. Ein Hit, ey. Nicht schlecht. Engmar hat sich doch da hinten ganz verlaufen. Da waren wir definitiv schon. Da komm her. Trifft man nicht, ne, wenn sie so seitlich geht? Aber so treffen wir sie. So, und im Gang verfolgt uns wieder jemand. Wohin können wir jetzt machen? Easy. Oh. Easy. Jetzt werden wieder relativ viele kommen. Schön schnell weg. Ganz schnell weggemacht. Jungs. Nehmen. Oh. Komm. Jawohl. Komm schon. Haben wir schon so viel? Das sah doch gerade eben so viel aus, oder nicht? Ein paar sind da noch, ne? Aber nichts, was wir da regeln können. Das Bogen ist halt richtig gut, ne? Hm. Wird relativ niedriges Leben. Heilen wir sie mal hoch, würde ich sagen. Boah, dauert das lange. Ich hätte jetzt schneller gedacht. Na komm. Hoch, 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 hoch mit dem Heal. Die Lova braucht nämlich ein bisschen mehr Leben mal. Der darf jetzt nicht wegsterben. Alle anderen vielleicht. Oh, da sind noch recht viele. Kriege ich auch ganz gut von da. Kann ich die ganz gut wegschießen. Die kriege ich jetzt nicht mehr, schade. Jetzt aber wieder. Muss ich eigentlich alle bekommen. Easy. Da oben liegt noch eine. Und wieder ganz gut Gold gemacht. Ich wollte auch später nochmal in die Höhle gucken, vorne den Prachten. Das Gefühl, ich habe da was vergessen. Nicht alles gesehen habe. In der Panik. Nachdem ich vor dem Drachen weggelaufen bin. Die Falle kann ich auch nicht deaktivieren. Rüber. Einmal abwarten. Und hier längst. War hier nicht irgendwas drin, ne? Dass das magische Auge nicht angezeigt wird, wenn das abläuft, ist nervig. Komm. Schieß noch einmal. Oh. Erstmal speichern. Ich werde hundertprozentig nochmal irgendwann nicht speichern, wenn es richtig wichtig wäre. Okay. Na komm. Ist das denn. Ne, die ist ja grün. Boah, fast die normale Wache angegriffen. Erstmal müssen wir jetzt hier alles rausbringen. Nein. Okay, hier ist nichts mehr.
Kann hier nicht auch irgendwas Cooles mal drin sein? Und nicht nur so ein Schrott? Irgendwas richtig Cooles wäre doch mal schön. Ich will nicht nur Schriftrollen. Schriftrollen sind auch irgendwie nicht ganz so viel wert, ne? Habe ich alles geplündert hier? Was macht ihr denn hier überhaupt? Seht euch lieber vor! So. Weiß ich nicht. Weiß nicht. Wo weißt du nicht? Da, bei dem weißt du nicht. Können ja mal ein bisschen. Ah, können wir mal den hier brauen. Wunderbar! Perfekt! 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 An den gelben ist, glaube ich, nur so ein Gifttrank, ne? Schwacher Slime, ja. Braucht man eigentlich gar nicht so doll. Weiß nicht, ich glaube, gelb mache ich, werde ich mir gar nicht machen. Bisschen sortieren. Komm. Du dahin. Du hierhin. Du hier unten. Du dahin. Du hier noch hin. Und hier die ganz komischen Sachen. Aber der Stab kann ja eigentlich mal raus. Und dann können wir alles hier schön an den Rand machen. Jetzt so ein Auto-Sortierer wäre doch ganz cool. Aber der. Kann ich hier lange suchen, glaube ich. Du dahin. Blauer Quarz. Sieh auch noch nicht genau. Gelber Turbans, ein Edelstein ohne magische Fähigkeiten. Am besten zu verkaufen. Den kannst du den ja gleich bekommen. Edelstein ohne magische Fähigkeiten. Am besten zu verkaufen. Kannst du den auch verkaufen. Das könnte schon mal recht gut Geld geben. Hier unsere Schriftrollen hin oder links an die Seite. Haben wir hier in der Mitte so ein bisschen Platz für Sachen zum Erkennen. Weil er ist unser Erkenner und Alchi. Der wird ein recht starkes Metat. So was kannst du natürlich dann haben. Ich glaube, so ist ganz gut aufgebaut. Inventar. Du hast viel nichts, du hast nur was Sachen zu verkaufen, ist das? Eine magische Zutat mit besonderen Eigenschaften. Aus Feenstaub können gelbe Zaubertränke hergestellt werden. Zur Herstellung muss die Reagenzien aufgehoben und eine Flasche mit einem Rechtsklick hinzugefügt werden. Okay. Tobas. Was musst du verkaufen? Eisstrahl kannst du noch haben, das kannst du auch noch haben. Dann hat er jetzt eigentlich nur noch Sachen zu verkaufen. Ja. Die schon mal alle ganz gut sortiert. Das wollten wir noch mal irgendwann lernen, ne? Ich stehe halt auch gerade nicht, was er hier macht. Mal kurz was einstellen, ja. Komm. Stopp. Stopp. So, und jetzt. Das ist doch hier ganz gut. Ich reg das auch ein bisschen auf, dass ich das nicht auf Vollbild machen kann, ne? Das Ganze. Ich würde es hier gerne auf Vollbild machen.
Aber ja, man kann nicht alles haben. Hier hatte ich jetzt alles geplündert, ne? Gut. Oh, hier ist doch mal was. Spiel speichern. Ah, hier sind doch Leute. Hier ist doch irgendwas hinter, ja. Hier ist doch irgendwas hinter. Kommt ihr? Hallo? Ja. Easy. Auch easy. Nur ein Katze. Schön. Sehr, sehr schön. Ein Schild. Und so ein Podest. Podest sind immer verdächtig. Stück einer Fliese. Nice. Genau weswegen wir hier sind. Was ist hier so schönes drin? Fackellicht. Müsstest du ja können. Nein. Kann er bereits erwachen. Ein Zauberbuch. Um den Zauber aus dem Buch zu lernen, musst. Was kann denn erwachen? Tut mir leid, kann ich nicht brauchen. Tut mir leid, kann ich nicht brauchen. Welche? Aus welchem Bereich ist Erwachen? Wassermagie? Kannst du das nicht? Luftmagie. Haben wir alles erkundet? Nein, die andere Seite müssen wir noch, ne? Oh. Das war knapp. Hier öffnen. Das könnte hier nur hinter sein. Hier, was, hä? Warum ist das jetzt kein... Ach, muss ich natürlich auch den Knopf drücken. Sind die feindlich? Nein. Noch meine Boys hier, ne? Hallo. Oh. Hallo, mein Freund. Kann ich kurz mit euch sprechen? Ja, klar. Das Tempel ist eine... übler Ort. Ihr solltet besser aufpassen. Man kann nie wissen, wer oder was einem gerade auflauert. Danke, Bro, für die Info. War irgendwie jetzt nicht die Info, die ich gedacht hatte. Kann ich auch mit Glück bessere Sachen droppen? Oh, ich weiß das alles nicht mehr. Das weiß ich alles gar nicht mehr so genau. Wieder geschossen. Wem soll das denn nützen? Das ist ein Hammer. Hammer kann keiner von uns, aber Streitkolben. Oder kannst du auch Hammer? Nee, ist ja ein Streitkolben. Macht keinen Sinn. Luftresistenz. 3. Gut, wir speichern. Ich glaube nämlich, dass das Fallen sind alles. Gefühlt sind das alles Fallen. Da bin ich ein bisschen paranoid. Wem soll das denn nützen? Dir vielleicht irgendwann. Ganz nett. Ein Goblin-Schild. Bisschen groß für ein Goblin-Schild, oder? Goblins sind doch gar nicht so riesig. Das kannst du später erkennen. Wem soll das denn nützen? Oh, den kriegt mein Krieger, denke ich mal. Ist einfach nur ein Hut, den verkaufen wir. Hä? Was soll das denn sein? Den erkennst du irgendwann nochmal. Tränkflasch kriegst du auch du. Er kriegt zu vieles, ne? Ich muss das bitte nochmal besser aufteilen. Für, was für Bären? Ach, das sind die normalen Heal-Bären, glaube ich. Kettenpanzer. Ich muss nochmal schauen, wer später auch noch einen Kettenpanzer gut gebrauchen kann. Irgendwann kann das nämlich auch komplett auslernen. Kriegst auch du erstmal. 7, 6. Er kann es verkauft werden. Wer konnte denn auch noch gut Kettenpanzer lernen? Kettenpanzer. Oder nur Ketten heißt das, ne? Kette. Können nachher Bogenschütze noch komplett lernen. Guck mal, da kriegen Bogenschützen auf jeden Fall noch Kette.
Und Leder? Nur Dieb. Das können dann Kleriker. Nee, Panzer kann nur Krieger, ne? Ja, Ritter. Würde ich auf jeden Fall noch ein Hexer bisschen ausrüsten mit Leder. Und Kleriker kann bis Experte. Kette. Kriegt Kleriker später auch nochmal Kette. Und du kriegst hier noch den Helm auf. Sieht doch auch normal aus. Hä, gibt's eine eigene Waffe? Hammer? Oder zählt das irgendwo zu Keule oder so? Ist Hammer eine Keule? Ich dürfte das ja nicht tragen können, wenn das was anderes ist. Oder? Oder kann das jeder tragen? Damit kann ich nichts anfangen. Guck mal, du musst das schon können. Und dann scheint das ja an sich eine Keule zu sein. Damit kenne ich mich nicht aus. So. Die noch. Drei. Oh, eine Axt. Hä? Was soll das denn sein? Weißt du, braucht nichts, ne? Oh, ich dachte gerade, er greift mich an. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Knüppel aus dem Sack. Ganz nett. Aber. Hä? Was soll das denn sein? Ich mag das Geräusch auch, ne? Vom, das Geld so was klimpert. Was soll das denn sein? Schon ein ganz cooles Geräusch. Bei unser Geld an können wir noch die Gitarre kaufen. Und dann haben wir alles, was wir suchen für den Wettbewerb. Weil wir wissen, müssen wir 5 Sachen im Wettbewerb holen. Die Muschel, den Bogen, roten Trank, die Fliese und die Gitarre. Oder... Oh, na, das war ein bisschen doof. Sind wir hier eigentlich auch fertig? Im anderen Raum konnten wir keinen mehr ansprechen. Soll mich das jetzt beeindrucken? Ja, wir gehen gleich pendeln. Bräuchte euch schon wieder. Nö, seh dich lieber vor. Nö. Von denen können wir nichts. Au! Können wir eigentlich auch wieder raus. Ich meine, wir haben jetzt die ganze Höhle erkundet. Ja, da waren wir. Da. Aber da oben weg, überall. Lieber nochmal nachgucken. Ach, mein Merrick. Auch wieder da. Ich hab die Höhle jetzt gerade schon fertig gemacht. Hoffe, du hast jetzt nicht zu viel verpasst. Ich guck jetzt gerade nochmal, ob ich noch irgendwas hier vergessen hatte. Habe ich mir das angeguckt? Ja. Ich habe übrigens ihr jetzt noch Fallen entschärfen beigebracht. Fand ich recht wichtig für die Höhle nochmal. Habe ich sonst noch irgendwas gemacht? Nö. Sonst habe ich nichts gemacht. Wollte noch mal kurz in die Höhle vom Drachen gucken. Ich habe das Gefühl, ich hätte da was vergessen. Habe ich was vergessen? Knochen. Hatte ich die Knochen untersucht? Ich glaube, dann habe ich hier nichts vergessen, ne? Nee, dann lieber wieder raus. Dann lieber wieder raus. Schnell weg.
So, dann wollen wir mal unsere Sachen verkaufen. Oder nee, wir gucken mal. Wir machen jetzt erstmal, gehen wir zum Ausbilder. Bilden uns aus, dann machen wir Falschen ein bisschen hoch, um dann mehr Geld zu bekommen. Geschlossen. Geschlossen. Toll. Können wir noch irgendwas Sinnvolles machen in der Zeit? Ich will mir die Insel nochmal genau angucken. Irgendwie glaube ich, ich habe hier noch nicht alles entdeckt. Habe ich nicht noch irgendeinen Suchauftrag? Krieg den Schiedsrichter, die Smaragd, einen wertvollen Hut. Hä? Wo soll ich denn den Hut herbekommen? Den habe ich bestimmt schon. Das ist doch bestimmt der. Ja, habe ich schon. Hier ist nichts mehr. Habe ich da vorne in die Kanone schon reingeguckt? Ich glaube schon, ne? Nee. Da ist nix. Die Truhe habe ich auch schon geöffnet. Weil hier soll doch noch irgendwo ein Feld sein. Den ich noch plündern kann. Da ist nix. Bin ich da schon ganz rumgegangen? Das machen wir gleich nochmal. Stein, Stein. Hä? Ich hatte alle. Wir haben zwar eine Respawn-Zeit, aber ja nicht von... Also so schnell ja nicht eigentlich. Ich weiß nicht, ich finde nicht diesen Fels, wo irgendwas drin versteckt sein soll. Hier ist nix, hier ist nix. Das sind nur die Läden. Die Kisten und den Stein hatten wir ja auch schon, ne? Nicht zu finden. Der Hütte war ich auch schon in der, sozusagen in der Villa. Drauflegen, ne. Ach so, die ist mir entkommen. Ja gut, das kann sein, dass die im Wasser abgehauen ist, ne? Im Wasser. Ja. Aber nichts entkommt mir. Irgendwann kriege ich sie alle. Muss ich mir die Gitarre oder was das war, muss ich mir die kaufen? Anscheinend, ne? Musikinstrument muss ich mir wahrscheinlich kaufen. Dann warten wir jetzt mal bis 6 Uhr morgens und lass uns mal ausbilden. Ah, hätte ich auch pennen können im Rasthaus, na toll. Eigentlich, oh ne, ich will mein Proviant will ich eigentlich nicht verbrauchen. 3. Wollen wir ihr nur für 2. Genießt euren Aufenthalt. Ein Schnapper, würde ich sagen. Ja, ich kaufe mir die Musikinstrument gleich einfach. Lass mich jetzt nochmal ausbilden hier. Wie ist denn das jetzt? 6 Uhr. Können wir da doch jetzt rein? Moin. Sehr gerne will ich das.
Geht ja sogar. 10 Gold. So ist es richtig. So ist 9 Gold. So ist es richtig. So ist es richtig. Können wir ihr jetzt eigentlich... bisschen was auf Falschen aufmachen? Und Körper, oder? Oder Geist? Was war heilen? Das ist Körper, klar. Eigentlich auch logisch. Ja, ich denke mal, so sind die ganz gut verteilt. Hier auf jeden Fall erkennen. Das ist wichtig. Reparieren. Schärfen geht, glaube ich, eigentlich erstmal noch. Machen wir. Sechser sind auch noch. Machen wir Bogen. Bogen auf jeden Fall. Ihm würde ich die Feuermagie hochmachen. Wir gucken kurz mal, ob er alles erkennen kann jetzt. Hä? Was soll das denn sein? Ein bisschen kann er mehr. Aber ich würde noch einen mehr auf Erkennen machen. So. Kann natürlich auch sein, dass er generell eine andere Stufe braucht. Ganz nett. Ach, nö, guck mal, jetzt kann er das auch alles erkennen. Das ist doch gut. Hat das. Ich denke mal, der hat es nochmal gebracht. Kriegst du nämlich den hier? 52 plus 2. Ne, du bist ja gar nicht unsere Verkäuferin. Braucht eigentlich alles keiner mehr, ne? Die Axt. Er hat jetzt noch Schwert. Wollen wir ihm später eine Axt geben? Macht das Sinn? Ne, macht keinen Sinn. Kann er nicht bis zum Ende ausbilden. Glaubkrieger können nur Schwerter wahrscheinlich. Oder Ritter. Ja, dann lassen wir ihn bei Schwertern. Dann verkaufen wir die Axt, würde ich sagen. Kaufen wir den Knüppel, könnte sie ja bekommen. Zack. Sieht komisch aus, ne? Ich glaube, hier ist auch nicht schlecht, wenn sie noch Schild lernt. Behalten wir den Schild nochmal. Ah, als Schwertmeister kann er denn quasi zwei Schwerter tragen. Macht wahrscheinlich Sinn, dann braucht er eigentlich gar kein Schild mehr, oder? Dass wir den Schild gar nicht so hoch skillen brauchen. Ich würde sagen, er kriegt auf jeden Fall noch ein Schwert. Ah, okay. Dazu noch eine Axt und ein Speer. Ja. Hat er denn noch genug Abwehr? Wahrscheinlich, ne? Wenn er Platte und sowas drin trägt. Ist das ja lang, dann braucht er ja eigentlich kein Schild mehr. Bin halt noch am Überlegen, dass wir ihr Kette auf jeden Fall noch beibringen. Das können wir relativ gut hochbringen, dass wir ihm Leder noch machen, zumindest. Wohl Leder. Kann er das gut hochmachen? Ich glaube nicht, ne? Kann er gar nicht so hoch. Doch, kann er. Dass wir ihm Leder machen. Und ihr Kette. Weil Kette kann sie bis zum Ende. Und er kriegt natürlich Platte, das ist klar. Stimmt, Angriff ist die beste Verteidigung, da hast du recht. Hinter dem Mondtempel ist übrigens ein Wettbewerb, den man mit Tag der Götter easy gewinnt für Skillpunkte.
Hinter dem Mondtempel? Was war da nochmal der Mond? Der Mondtempel war da, wo ich gerade eben drinne war, ne? Gehen wir da mal hin. Das nervt mich so, dass man hier nicht so einfach hochkommt, ne? Ah, meinst du hier? Ah, hier war ich auch noch gar nicht. Was ist das? Spiel der Reaktion. Holen wir jetzt erstmal den Buff ab, würde ich sagen. War das hier der Mondtempel? Nee, ist doch Mondtempel, oder? Tempel des Mondes. Mondtempel. Passt. Mit denen. Just for fun könnten wir uns noch den Feuerresistenz-Buff mitnehmen. Brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Aber einem geschenkten Gaul, ne? Spiel speichern. Ach so, das ist so eine Art Wettbewerb. Ah, okay. Ja, cool. Danke für den Tipp. Ich glaube, ich hätte hier nicht mehr geguckt. Wir holen uns jetzt erstmal das Musikinstrument, bevor wir zu viel Geld ausgeben. Ich will nämlich eigentlich ein bisschen was lernen hier. Die Rüstung und sowas zumindest tragen können. Was bei ihr? Sei gegrüßt. Instrument. Oh, dann kaufen wir uns noch die Laute. Für 500, die kann ja noch ein bisschen falschen. Nee. Tada. Damit haben wir alles. Jetzt haben wir noch 2200 über. Müssen wir natürlich auch nicht alles wegballern. Aber sagt ihr dazu, macht das Sinn, dass sie nochmal Kette trägt, also Kette lernt? Er Leder und sie auch nochmal Kette.